Moin Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Evil Genius 2 World Domination. Ja, wir sind hier immer noch in dieser Hauptmission Agent Provokateur und ja, sollen die Situation auf der Weltkarte ausnutzen. Oh, ich glaube, das wollten wir sogar machen direkt, oder? Wir haben hier so ein paar Schergen, habe ich die schon freigelassen? Oh, scheinbar habe ich die schon freigelassen. Die wollten sich hier irgendwie aus dem Staub machen. Den haben wir schon eingefangen. Ja, den haben wir eingefangen. Das war jetzt nur einer, ne? Also diesmal haben wir es echt viel, viel besser in den Griff bekommen als beim letzten Mal. Wir wollten uns aber vor allen Dingen auch eine neue Nebenmission aussuchen. Und M. Irgendwas wollten wir noch machen. Ach, hier können wir nicht, weil da halt diese ganzen blöden Agenten stehen. Was soll denn das? Können sich doch mal verpissen da. Die stehen da jetzt halt. Von daher machen wir da einfach mal gar nichts. Ich hätte ja diese beiden Regionen hier, wo wir sowieso keine PR-Manager haben, gerne mitgenommen, einfach für so einen Quatsch. Das wäre voll gut gewesen, finde ich. Aber wir können hier unten machen. Dazu gehört ein Biss. Ja, das läuft sowieso gleich ab, ne? Da schicken wir einfach mal ein paar Biologen hin. Nicht? Ne? Okay. Schicken wir keine Biologen hin. Das hier ist erst zu 57%. Das kann noch ein bisschen laufen. Ja, man muss es halt so ein bisschen verteilen irgendwann. Das mit den PR-Managern, ne? Dass man nicht auf einmal überall welche nachfüllen muss. Stehst du hier echt in derselben Region? Ja. Ach, was ein fieser Sack. Hier oben, das läuft halt auch noch relativ lange alles. Ja, aber diese Mission, die müssen wir halt eigentlich relativ schnell zu Ende bringen, ne? Sonst ist halt blöd. Sag ich mal so. Ja, hier die Biologen habe ich halt nicht. Was ist das hier? Hier brauche ich wahrscheinlich auch Biologen für. Ja, dafür brauche ich auch Biologen. Was habe ich denn, was ich gerade nicht brauche? Nee, da will ich nicht. Hier könnte ich. Da brauche ich auch Biologen. Ich brauche aber hier brauche ich voll wenige Biologen nur. Warte mal, hier ist plus 1. Hier brauche ich 3 Biologen, das macht auch plus 1. Hier brauche ich 8 Biologen, das macht auch nur plus 1. Oh Mann, das ist ja voll fies ungleich verteilt. Also da muss man echt ein bisschen picky sein, was man hier nimmt. 11 Söldner. Ich ist auch billiger. jetzt wird hier gefeilscht, ne? So. Ist das ja auch hier. Nutze die Situation aus. Ah, das ist aber richtig teuer hier. Hier. Das würde auch vielleicht gehen, oder? Ja, ist halt wie gesagt sehr teuer. Ja, dafür bekommen wir da auch 50.000. Hier brauchen wir 11 Biologen für. Ich kriege niemals diese 11 Biologen zusammen. Aber wisst ihr was, dann schicken wir einfach ein Team hierher. Das sieht safe aus. Das Gold ist fort. Nutze die Ablenkung durch das Gipfeltreffen aus. Erleichtere vor Nox um einige seiner Goldreserven. Da bekommen wir halt 50.000 Dollar, die wir halt nicht brauchen. Aber hey, cool. Machen wir einfach, weil hier läuft es halt wirklich gleich ab. Ne? Das ist schon okay, würde ich sagen. Ja, da müssen wir mal gucken, wo wir noch zuschlagen können. Bei Gelegenheit, wo es halt Sinn ergibt. Wie sieht es denn hier oben aus? 50%. Was würden die denn da haben wollen? 6 Wächter, 6 Partylöwen. Ja, müssen wir gleich mal machen. Alles schön nacheinander. Aber wir brauchen auf jeden Fall erstmal eine neue Nebenmission. Wie sieht es hier aus? Vorsicht. Nebenhandlungen. Aber wollen wir noch was klauen? Die Hochzeit des Figaro, ein Unterweltboss. Ja, mit den Unterweltbossen ist halt das Problem. Ich habe halt nur 5 Slots. Wo in der Welt ist Symmetry? Wenn wir endlich mal so einen Superagenten loswerden könnten, wäre das halt richtig, richtig gut eigentlich. So, roll den roten Teppich aus. Oh.
Der fliegende Teppich ist angeblich nur eine Legende, aber enthält nicht alle Legenden ein Körnchen Wahrheit. Irgendwo im Amboss-Gebiet ist ein Archiv, das die Wahrheit enthält. Okay. Die gerechten Mächte können selbst deine Tarnkappenflieger entdecken. Du brauchst ein Luftfahrzeug, das bei niemandem auf dem Radar zu sehen ist. Ein geradezu legendäres Transportmittel. Okay, da habe ich schon Bock drauf. Den fliegenden Teppich klauen. Ja, warum nicht? So, wo ist denn der fliegende Teppich? Wie finde ich denn jetzt raus, wer von euch der fliegende Teppich ist? Hier wahrscheinlich, ne? 1001 Seite. Mhm. Die Amboss-Archive reichen Jahrhunderte zurück. Da wirst du auch irgendwo eine Erwähnung des legendären fliegenden Teppichs finden. Lass deine Schergen die Archive stehen, damit du sie analysieren kannst. Okay, dafür brauchen wir 7 Wissenschaftler. Dann schicken wir hier erstmal ein paar Leute hin, 11 Söldner nämlich. Nutze die Ablenkung durch das Gipfeltreffen aus, befreie das Drachenei, den größten Opal der Welt, aus seiner Museumsvitrine. Wer die Wahl hat, nimmt den Opal. Okay, machen wir. So, und dann brauchen wir Wissenschaftler. Ich glaube, ich lasse halt immer nur... Ah ne, die könnten sich noch vermehren auf 7. Alles klar. So, wir fort mit euch, meine Schergen. So, was mit euch? Kann ich euch freilassen? Ihr seid schon freigelassen. Noch einer? Nee. Das ist immer noch derselbe, oder? Ja. Hat er ein peinliches Katzentattoo? Stand das da? So, ich denke, wir kriegen das alles. Hier erholt sich gerade auch keiner von meinen Handlangern. Wir sollten das alles hinbekommen. Das ist gut. Dann kann er noch mal drüber nachdenken, ob Desertieren jetzt wirklich der richtige Ansatz ist. Ich denke ja eigentlich nicht. So, die quetschen sich ja alle in den Helikopter. So, finde mit deinen Wanzen im Kommunikationsnetzwerk den Veranstaltungsort heraus. Oh ja, haben wir gemacht. Sehr schön. Und woran haben wir denn eigentlich gerade... Ja, ich wollte irgendwas noch erforschen, was total wichtig war, hundertprozentig. Durch Anschubsen der Wellenform und Begradigung der Quantendimension werden deine Handlanger noch besser. Erhöht die Moral aller Handlanger um 50. Globale Aktivitäten. Fluchtwagen. Das wäre total gut irgendwie. Grundrauschen, ja. Den holographischen Globus, ja. Hier haben wir gerade das Karaoke-Gerät. Ich lasse das mal noch ein bisschen hinten anstehen, weil ich... obwohl, nee. Wir machen erst das Karaoke-Gerät. Na, passt schon. Frage ich mich natürlich, warum. Ach Gott, ist euer Ernst? Wer bist du und wie kommst du hier rein? Undercover. Töten. Okay, das war jetzt ein Undercover-Agent. Nichts Aufregendes erstmal. Hier haben wir gleich noch einen Undercover-Agenten. Eliminieren. Die tauchen jetzt wieder überall auf, ne? Hier gibt es auch gleich Stress. An intruder is in the lair. Kill. Ja, dreh dich mal um hier. Locate and kill that intruder immediately. Wow, wie viele sind denn hier drin? Find that intruder and kill them. Da habe ich hier irgendwo noch ein paar Menschen. Ich zum Beispiel. Kommen wir hier reingerannt. Töte Leute.
Gut, du sollst ja nicht quatschen, du sollst da reinrennen. Das nervt halt, ne? Ich gebe ihm einen Auftrag, jemanden zu töten. Und er, ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr. Pfeife. So, in der Zwischenzeit schauen wir mal auf die Weltkarte. Symmetry ist hier. Dann kann ich hier natürlich nicht mehr den Scheiß machen, den ich machen wollte. Nämlich diese Nebenmission. Oh, super nervig. So sieht es denn hier oben aus. Kann ich da PR-Manager wenigstens hinschicken? Dann machen wir das wenigstens, bevor hier alles überkocht. Da brauche ich noch einen Biologen für. Ja, mach doch mal einen Biologen. So, bist du hier weg inzwischen? Nee, du bist immer noch nicht da weg. Und ich kann da auch nichts aufbauen. Na, also keine PR-Manager hinschicken, meine ich natürlich. So, wie geht's dir? Kann man dich schon wieder freilassen? Na, wahrscheinlich noch nicht ganz. Was kommt denn hier eigentlich als nächstes? Ich glaube, wir haben hier irgendwo Ermittler rumzugurken, oder? Soldaten. Oh, das ist natürlich schlecht. I need that intruder found and executed now. What do you need? Not a problem. So, ihr dürft euch jetzt halt echt nicht aufhalten lassen. Das wäre total gut. Speak your mind. Fear, rage and death. I'll be there. Bring me a real challenge. Der eine kriegt erstmal gar nichts mit. Aber Incendio wird ihn da unten abfangen. This is where the magic happens to you. Time to earn my kill. Oh nee. Das ist natürlich jetzt richtig doof. Da kannst du mal einfach da weggehen. Irgendwie einfach nur da weg. Weg, weg, geh, weg. Das dauert jetzt natürlich eine Weile. Wo ist denn Iris? Da kommt die. Halt mega langsam. So, hier sind wir auch fertig. Was ist jetzt hier mit auf? Diamanten. Nee, Diamanten brauchen wir nicht. So, hier kocht es langsam hoch. Da müssten wir also mal ein paar Aufträge benutzen. Ein paar Berichte natürlich. Puh, ja, mit den Termini ist heute nicht so geil bei mir, ne? Wo war denn das, wo ich nur drei Biologen brauchte? Ich habe sowieso immer nur noch zwei. Warum habe ich denn nur noch zwei Biologen? Trainieren die so langsam? Irgend sowas muss es sein. So geht's denn Jubei? Nicht so gut. So, der hier ist aber gleich tot. Und da hätte Eli vielleicht auch eine Chance, hier Dinge zu tun. Play with fire and get burned. Oh Gott, Eli, da geht er weg. Ganz ehrlich, bitte.
Ja, okay, also Eli kann sich schon mal hier erholen gehen. Das bringt so nichts. Wo ist Iris schon wieder? Eli, du... Oh. Was ein Trottel. Ja, wo bist du, Mädel? Multitasking. Threat identified. Stand by for information. So, die schaffen das. Die haben die da ganz gut im Griff. Wer bist du? Und was tust du da? Ach, du wurdest hier gefangen genommen. Na gut. Dann eskortieren wir den gleich zum Verhör. Ich kann ihn freilassen. Er hat sich nochmal überlegt, der will nicht mehr desertieren. Eli. So, kannst du jetzt hier dahin? Dir ist nichts passiert, ne? Nee. Das heißt, dich kann ich in Ruhe lassen. Dir durfte auch nichts. Hätte nichts passiert sein dürfen. Bisschen Schaden hat er aber trotzdem bekommen. Den darf er natürlich regenerieren kurz. Und dann müssen wir warten, bis Jubei sich erholt hat. Wieso rennt ihr hier so aufgeschreckt rum? Was ist denn los? Okay, irgendwas ist da passiert. Irgendwas hat sie mitbekommen. Vielleicht wurde sie in eine Falle gesaugt oder so. Ich habe keine Ahnung. Ach, ich dachte gerade, er wäre weg. Ist er aber nicht. Aber wir könnten jetzt hier... Wenn wir jetzt gerade natürlich nicht wollen. So, was brauchen wir denn hier? Drei Biologen. Entfernt allmählich allen Argwohn. Oh, nutze die Ablenkung durch das Gipfeltreffen aus. Lass deinen Schergen ein Gift verbreiten, das die Reisernte ruiniert. Was machen wir? Schicken wir ein paar Leute los. Wie geht's dir? Tippitopp. Sehr gut. Der Schieß stand einfach mitten im Gang drin. Also mitten im Gang drin stimmt natürlich nicht, aber ziemlich. Das ist gut. Dann kann der auch weggeräumt werden. Hier unten kommen direkt noch ein paar Undercover-Agenten an. So, du kannst im Moment gar nichts machen, ne? Du bist noch komplett down. Iris hat irgendwie auch gerade nichts zu tun. Ach, guck mal, hier kommen neue Ermittler. Oh, haben die eigentlich da unten irgendwie einen Leichensack gefunden? Ja, tatsächlich. Zwei von denen zumindest. Communications encrypted. I copy. Now to erase. All masters required. Ja, dreh dich mal um. Sprich mal da mit denen so ein bisschen. Und Jubei darf hier direkt Platz nehmen. So, Incendio hat sich erholt, würde ich behaupten.
Noch nicht ganz. So, Verdacht 0. Verdacht 0. Du hast auch Verdacht 0. Verdacht 0. Okay, alles abgebaut. Sehr gut. Also waren die Leichensäcke hier, die inzwischen auch weggeräumt sind. Ohne Konsequenz im Endeffekt. So, wir müssen mal hier schauen. 125. Auf dem nordamerikanischen Kontinent hier. Ja, ich weiß auch warum. Aber mein Problem ist, dass ich relativ wenige Berichte habe. Der soll mal da weggehen, der Typ. So, da sind wir dran auf jeden Fall. Wo können wir denn noch zuschlagen? Hier. Ein Königreich für ein CEO. Nutze die Ablenkung durch das Gipfeltreffen aus. Entführe den CEO von Karasawa Technologies, um einen Millionenbetrag zu erpressen. Er kann sich das leisten. Okay, machen wir. Das sind auch schon wieder 12 Berichte. Wir brauchen also echt diesen Hologlobus irgendwie. Ist das hier die... Nee, das ist eine andere Region. 11 Biologen, ja, nee. So, da können wir aber nichts machen. Das ist natürlich schon mal blöd. Hier haben wir noch eine gute Option mit 3 Biologen nur. Hier, das würde auch gehen. Wir müssen halt noch ein paar Biologen trainieren. Ja, dann würde ich hier natürlich super gerne irgendwie mal zu Potte kommen. Gut. Yay! So, inzwischen unser Tresor fast wieder voll. Forschung kommt ganz gut voran. Es sieht eigentlich alles ganz gut aus. So, Eli können wir in die Wildnis entlassen. Hier sorgen wir mal dafür, dass sie gleich gehen vielleicht. Sitzt hier sonst noch jemand? Jubei. Jubei muss sich noch erholen, ne? Ja. So, die fahren hier los. Fliegen natürlich. Kann ich echt nichts machen. Hier kann ich ein paar PR-Manager hinschicken. Das ist doch gut. Dann brauche ich hier 8 Party-Löwen. Achso, aber nur für Diamanten. Nee, Diamanten brauche ich ja nicht. Side Story begun. Neue Side Story hat gestartet. Kann ja eigentlich nicht sein. So, 4 von 5 haben wir. Super gut. Da sind die PR-Manager gelandet. Ja, das hier macht mich halt einen ganz kleinen Tick nervös, weil ich halt auch relativ wenig Berichte habe tatsächlich.
Ja, wisst ihr was? Hier schicke ich einfach auch ein paar PR-Manager hin, bevor das halt komplett eskaliert. Ja, und hier müssen wir dann halt mal schauen. Da wird sich schon demnächst was ergeben. Und dann nehmen wir hier irgend sowas mit 3 Biologen irgendwo, wenn es halt verfügbar wird. Mal vielleicht hier. Achso, da schicke ich ein paar Arbeiter, ein paar Techniker immer mit. Ja, ist okay. Das hier läuft sowieso bald ab. Und dann haben wir das auch erledigt. Und da müssen wir hier nur ein Auge drauf haben, dass das nicht zu sehr hochkocht. Oh, was ist denn da los? Prozessor online. Oh, gibt's hier Stress? Ich hoffe nicht. Vielleicht doch. Okay, dann müssen wir die halt auch gefangen nehmen jetzt. Und das ist natürlich nicht optimal, aber was willst du machen? Die lassen wir dann natürlich wieder frei, aber... So, könnt ihr da einmal aufräumen? So, wie sieht denn das aus? Habt ihr Beweise gesammelt? Du hast keine Beweise. Verdacht meine ich natürlich. Die hat auch keinen Verdacht. Super gut. Den Scheiß hier räumen wir einfach auf. Und dann können wir die halt einfach wieder raus eskortieren. Die lassen wir dann frei, ne? Sorgen dafür, dass sie raus eskortiert werden, dann passt das. Das kann Jubei dann zum Beispiel machen. Der dürfte sich ja bald erholt haben. Jetzt ja, zum Beispiel. Dann lauf doch schon mal hier rüber. So, der Ermittler da müsste mal schnell raus eskortiert werden, damit wir uns da um diesen Undercover-Agenten kümmern können. Ja, genau so ungefähr. Dann können wir hier nämlich einfach sagen, kill, 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 kill. I have reports of an intruder in the lair. Da war gerade der Auftragskiller direkt daneben. Direkt von der Security umzingelt worden, keine Chance. So, kurz pausieren, auf die Weltkarte schauen. Hier kann ich immer noch niemanden hinschicken. Hier auch nicht. Uff, nervös, nervös. Oh, hier muss ich auf jeden Fall irgendwas tun. Das wird sonst ganz übel. So, und hier schicken wir einfach Leute hin und dann haben wir das nämlich auch endlich mal rum. Eisiger Führungsstil. Langer Text. Nutze die Ablenkung durch das Gipfeltreffen aus. Sorge mit einem Blizzardstrahler dafür, dass nach Ende einer Management-Tagung die Flugzeuge nicht abheben können, damit du die Gelegenheit hast, ihre Passagiere auszurauben. Das machen wir direkt. Auf geht's, Leute. Da würde ich euch gerne sehen. So, du hast keinen Verdacht, ne? Nee. So, ihr werdet hier gerade eingesperrt. Wo ist mein Jubei hin? Komm her. Und dann brauche ich noch irgendjemanden, der gerade in der Nähe ist. Keine Ahnung, wer da in Wirklichkeit hier in der Nähe war. Oh, du bist echt hier? Na geil.
We have captured an agent. Lass ich die jetzt schon frei, ja, ne? Ich lass sie einfach jetzt schon frei. Ignored, if discovered. I want you to distract that intruder, if you can find them. Eli? I'm listening. Here I come. Oh, ich hab's verplant, ne? Ich hätte hier eigentlich mal die Plaudertasche aktivieren sollen. Nun ja, sei es drum, wo ist denn Jubei? Der sollte sich doch eigentlich auch hier einfinden, der Pampa. I don't want anybody bothering this intruder. There's an intruder here. Distract them for me. Wie viel Entschlossenheit hast du noch? 5. Okay, also die geht dann gleich. Da kommen neue Undercover-Agenten. Ich hoffe, die drehen dann direkt wieder um, wenn ich hier das letzte erledigt habe. Fliegt mal los, Leute. Da habe ich den ganzen Tag Zeit. Oh, hier oben habe ich auch immer noch nichts. Ah, da habe ich gerade mit den Berichten das gemacht. Wie viele PR-Manager habe ich denn eigentlich? 12. Ja, würde reichen, um da alle Regionen abzudecken. Wir werden auch noch ein paar ausgebildet. Da ist ein neuer gerade entstanden. Das ist schön. Hat auch die richtige erwischt hier. So, Eli, wo bringst denn du die Frau hin? Und wenn ja, wie viel Entschlossenheit bleibt dann hinterher übrig? Hast noch ganz gut Entschlossenheit. Das werden wir hier direkt ändern. Das dürfte nämlich, glaube ich, sogar 50 Punkte klauen, oder? Ja. Und tschüss. Viel Spaß auf dem Heimweg. Ist auch 0. Die sind also schon mal raus. Jetzt müssten wir doch hier eigentlich, oder? Ja. Hauptmission abgeschlossen. Du hast das Gipfeltreffen der gerechten Mächte infiltriert. Doch Spitzel machten dir beinahe einen Strich durch die Rechnung. Deine Organisation ist noch stärker unterwandert als befürchtet. Dahinter steckt kein geringer als John Steele Senior. Wow. John Steele Senior, echt jetzt? Was bekommen wir denn? 10 Diener und 10 Berichte. Na gut, die Berichte können wir ganz gut brauchen im Moment. Steele. John Steele Senior. Der Scheidämpfer. I sensed your hand moving against me. You were never as good as you thought you were. Good enough to have the whole agent program named after me. Why are you doing this? You were the best of us. The world is sowing seeds for a new takeover. Why shouldn't I be the one to reap them? I don't relish facing you, but I will. Don't expect our next encounter to end like this one did. I don't think so, John. I taught you everything. And now I'll teach you one final lesson. How to die. Ooh. The data we recovered is sophisticated. He was tracking thousands of variables simultaneously worldwide.
I did teach him well. But, Mom, what does it all mean? Taken separately, nothing. But together, it points to a single intellect guiding events. He recognized it. But if he found you out so easily, Mom, why are you so happy? Because this data can't possibly tell him how far I'm willing to go. That will be John's downfall. Oha. Bau 5 beliebige Fallen im Unterschlupf. Sähe Zwietracht auf der Weltkarte. Oh. Studiere John C. auf der Weltkarte. Schließe Forschung ab, rüstiger Senior. Okay. Baue mehr Cocktailbars in der Tarnfirma. Noch mehr. Ich habe schon eine. Reicht es nicht? Kann ich die abreißen und eine neue hinbauen? Na gut, aber wenn John Steele hier kommt, ne, ich meine hier und da, können wir easy noch eine hinbauen. Das sollte kein Problem sein. Ja, das können wir ruhig machen. Und schließe das Forschungsprojekt Decke Agenten auf. Oh, so viel zu tun wieder. Das ist schlimm. So, zum Abschluss schauen wir noch mal, ob wir hier irgendwie irgendwas Sinnvolles noch machen können, um hier zum Beispiel ein bisschen Argwohn abzubauen. Geht nicht. Geht komplett nicht. Ich denke, als nächstes werden wir versuchen, Symmetry loszuwerden. Die geht mir nämlich richtig auf den Keks. Was sollen wir denn hier hinschicken? Söldner, PR-Manager, Partylöwen. Verkleide deine Schergen als Rumpsagenten und lass sie eine Reihe von Einsätzen unter falscher Flagge durchführen. Könnten wir direkt machen. Da passt gerade niemand auf. Und dann haben wir gleich ein bisschen Zwietracht gesät. Und dann würde ich sagen, Jungs und Mädels. Annehmbar. Für heute war es das fast. Wir brauchen nämlich noch ein paar Arbeitskräfte. Ja, aber dann war es das für heute auf jeden Fall. Wow. Wow, 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 wow. Das war es noch nicht ganz. Imbeciles. I want that intruder located and killed. I want that intruder found and killed. Find and kill that intruder, you idiots. Müssen wir nämlich echt aufräumen. There's an intruder here. Ach, du nicht. Du. Bist du eine Arbeiterin? Habe ich dich? Nee. Oha. Da muss ich direkt nochmal gucken. Jimmy Omar. Agentenverkleidung entfernt. Verliert Moral und Klugheit. Hört sich nicht optimal an. Okay, hier hinten. Oh ja. I need you to find and kill that intruder now. Es sind zwei gespawnt. Es geht direkt. So, und da müssen wir mal rausfinden, wer sich wo befindet. Du befindest dich dort. Dann kannst du auf jeden Fall dort reinrennen. IDs Unit responding. Du bist hier gleich um die Ecke. Compliance. Dann kannst du da reinrennen. Yes. Du befindest dich ganz da hinten. I'm already there. Well, all right. I'm on. What do you ask of Jubei? Und Jubei ist dort, der eskortiert noch. Nee, der patrouilliert. Dann wird dein Job sein. Like the wind. Dich dorthin zu teleportieren und die beiden zu erledigen. So. Dann, ja, zum Glück geben wir gerade zu viele Sicherheitskräfte ab. Ist sehr gut. Das hier könnte ein echtes Problem werden. Schauen wir gleich mal. In der nächsten Folge. Für heute war es das, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.